Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Raft, bei der wir jetzt die Tür aufsprengen. Wie du dir eine Axt genommen hast. Okay. Das war Reflex. Sprengen wir. Okay, da kommt eine Ratte, pass auf. Ah! Warum macht denn die so einen Staub, Alter? Aua! Ich glaube, ich habe sie ja nicht einmal getroffen. Ich habe kurzfristig gedacht, das wären zwei. Okay. Mhm. Bist du hinter mir, Mäuschen? Hier ist noch eine Ratte. Pass auf. Gibt es hier Friendly Fire? Test es mal. Wie es einfach getestet wird. Also, mit dem Speer in der Brust. Okay, es gibt Friendly Fire. Okay. Gehen wir hoch. Ja. Bist du hinter mir? Ja. Da. Bist du bereit? Ja, vielleicht. Genau. Ich geh mal ein Stückchen weg. Okay, weg. Au. Aha. Was ist denn das hier? Errungenschaft. Boutique Fireworks. Nee, Bootleg Fireworks. Was ist das? Was liegt hier? Warum? Was ist das? Das ist weg. Das sind die Schrapnell von der Bombe, glaube ich. Mhm. Okay, lots of Schrott und Baupläne. Das ist ein guter Folgentitel. Lots of Schrott. Oh, hier ist Hinweis, nämlich gleich. Ja, eine Pinnwand hängt. Nee, ist doch nichts. Hier ist auch ist noch ein Hinweis bei Boa. Ich nehme die Kiste hier oben mal auf. Jede Menge Schrott. Fischentopf. Kopfbrühe. Mein Lieblingsessen. Okay, ein Steuerrad. Geil, was? Motor? Das ist ja fett. Boah, jetzt kriegen wir so einen Motor, das ist cool. Ja, und das Steuerding, dass du oben dort dein Schiffssteuerdingsbums kriegst, dort oben auf deinem Waschon. So ein richtiger Schaufelradbagger, Schaufelraddampfer. Voll geil. Cool. Okay, auf dem Zettel steht Balboa 055-0. Okay, Alter, also haben wir ein neues Ziel. Ich bin gerade erschrocken vor dieser Tür. Und vor diesem Schatten von dir. Ich habe den Schatten gesehen und habe ich die Tür gesehen und die sah im Augenwinkel halt aus wie so voll das eklige große Monster. Im Real Life. Okay. Okay, wir haben einen Dingsbums, ein Ziel. Hier haben wir. Es gibt immer noch trockene Stellen. Halt die Klappe, Matty. Das hilft niemandem. Verdammt, wie schaltet man das Ding aus? Du hältst die Klappe. Ich habe sie gesehen. Es gab Pläne, Mann. Nur Pläne, Nachbildungen, nichts. Wie kann man hier überhaupt an einen trockenen Ort laufen, Mann? Die Welt ist ertrunken, um Himmels Willen. Nicht hier, hier, weiter südlich. Orte, in denen es noch Land gibt, unter dem Eis, Antarktis, all das, sie machten diese Orte vor dem Ende. Sie versteckten sich, während die Armen ertranken. Mann, du redest nur Scheiße. Nein, Mann, ich sage es dir, das war dieser Typ, sah chinesisch aus. Ich fand ihn mitten im Nirgendwo treiben. Er sah aus, als wäre er wochenlang auf See gewesen, schaffte es kaum zwei Worte ineinander zu reihen, bevor er den Geist aufgab. Er sagte, es gäbe noch drei Orte im Süden, die von Fusionsreaktoren angetrieben werden. Wir können dorthin gehen, man steuert dieses Ding nach Süden. Hey, kommt dieser Felsen näher oder nein? Ja. Und dann habe ich aber gesehen. Hier auf Cliff gesetzt. Hier ist auch noch ein Hinweis. Ja, genau. Haben wir hier. Ich war verbittert, als ich dich verließ und verzweifelt. Ich dachte, die Welt würde untergehen und du hast es nie gesagt, aber das hast du auch gedacht. Vielleicht hast du dich sogar darauf gefreut. Vielleicht bist du deshalb so stark geblieben. Aber das hast du mir nie gesagt. Du hast mir nie dein Geheimnis verraten und ich würde schon sehen, wie du weiter in dir selbst verschwindest, wenn die Welt untergeht. Ich sah, wie die Welt mit dir unterging, Ruben. Und das war zu viel für mich. Es tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Das weiß ich jetzt. Wilkstrom hatte keine Ahnung. Und auch keiner dieser armen Narren hatte es. Nachdem der Captain gegangen war, drifteten sie einfach ziellos umher. Ich habe ein vorbeifahrendes Schiff aufgegriffen und ihre Lebensmittel gestohlen. Es dauerte 2 Wochen, bis es ausging und sie aufeinander losgingen.
Wir sitzen an einem Berggipfel fest, inmitten des großen endlosen Blaus. Nur wenige von uns. Wir haben Hunger und Angst, aber wir können nicht hierbleiben. Wir gehen weiter, gehen so weit nach Süden, wie wir nur können. Matty sagt, dass es da unten trockene Orte gibt. Suche mich, wenn du kannst. Du wirst es nicht glauben, aber ich liebe dich. Hanne. Okay. Okay, treffen wir die vielleicht später noch? Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, ob es Hanne überhaupt noch gibt. Aber hier achte mal drauf. Wenn du hier drin stehst, das große Schiff bewegt sich trotzdem noch. Mit den draußen ist ein bisschen härterer Wellengang gerade. Ja, es ist, wackelt so hin und her, ja. Und ich dachte, das wäre hier richtig komplett auf Grund gelaufen, aber es scheint hier nur zwischen zu stecken. Okay, dann mal zurück zum Raft, oder? Dann haben wir ja alles erledigt. Ich denke schon. Ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch fehlt. Springen? Ja, ich glaube schon. Geronimo! Hier ist auch noch so eine seltene Alge, die nehme ich noch kurz mit. Ja, die können wir zum Kochen dann halt nehmen. Riesenmuschel, die nehmen wir auch mal mit, als Andenken. Die legen wir in unser Badezimmer. Ah, der Hai ist auch im Boot. Der wartet schon. Oh, gleich haben wir Antrieb und alles. Ja. Cool. Ich check das gleich mal aus. Neue Zielkoordinaten hattest du auch bekommen? Ja, 0550, glaube ich, war das. Ich guck noch mal. Ja, genau. 0550 ist Balboa. HE snackt schon wieder. Habe ich Plaste? Nee, habe ich nicht. Snackt denn der? Bin ich hier schon wieder fertig? Das Ding ist an, oben. Ich höre... weiß, da war ich gerade bei. Und dann kam der Hai. 0,55,0. Da war ich gerade bei und dann kam der Hai. So, dann zeig ich mal, wo hast du denn geknabbert, Mäuschen? Alles müssen wir wieder. Gerade frisch gewischt. Alles wieder dreckig. Okay, Balboa. Hä? Ist hier. In der anderen Richtung. Wie dämlich, Balboa ist fast genauso weit weg wie das, wie die Bäume, wo wir vorher halt herkamen. Ach Quatsch. So. Können wir auch noch snacken. Nehmen wir mal einen kräftigen Schluck und vielleicht noch hin. So, dann gehen wir hier hin. Oh, dann können wir die beiden Kollegen lernen. Warte mal, für den Schmuck können wir das doch hier ankleben, oder? Oh nee, schade. Ich dachte, die können wir auch ankleben. Gut. Okay, wenn ich jetzt den Anker lichte, die Segel sind gestellt, dann treiben dann, wir von hier. Ja. Warte. Wie jedes Mal. Warte, oh, der Hai kommt. Hast du das Raft repariert? Ja, habe ich. Da fahren wir gleich lang. Ach so. Wow. Wow. Ich hab einen Kussi gekriegt. Das wusste ich nicht. Ich wollte bloß, dass wir es nicht, dass es nicht verloren geht. So. Vielleicht hätten wir es auch knapp verfehlt. Ach, jetzt habe ich hier so oft das T gedrückt, dass ich immer wieder rein will. Okay, Schiff. Vielleicht der Motor zuerst. Da brauchen wir eine Leiterplatte. Leiterplatte. Kupfer und Glibbergelumpe. Ja. Glibber. Kupfer. Leiterplatte. So. Nee, hier. Seil. Unsere leckeren Rattensteaks. So. Was baust du denn jetzt gerade? Den Motor und jetzt baue ich. Wenn ich mehr. Ah, warte mal. Jetzt baue ich das, das Lenkrad quasi. Schrott. Oh, wie cool. Und. Upsala. Stimmt. Wir brauchen den Motor auch eigentlich, weil wir genau in die entgegengesetzte Richtung fahren müssen. Dann hole ich die Segel mal wieder ein.
Und glibbern wir hier hin. Dann, wo bauen wir das hin? Wo hättest du denn gern dein Ständle? Warte, ich stell's dir mal hier hin. Also ich geb's dir mal. Mittig davor. Ja. Und ich muss mal gucken, wo man den Motor anbaut. Also mit Sicherheit hier unten kann irgendwo. Man, aber, kann man es nicht drehen? Doch, kann man. Okay, ich stell's hier vorne hin. Dann kann ich von hier aus immer so... Warte mal, ist das 2 lang oder 3? Ist 3 lang, ne? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat das 1, 2, 3, es hat keine Mitte. Scheiße. Stellen wir es einfach hier hin, scheiß drauf. Ist das ungefähr die Mitte? Hier sind 2 Platz. Hier ist einer Platz, naja. Egal, wir haben jetzt einen Antrieb. Planke. Oh nein, den muss man plankieren, damit er läuft. Also braucht man noch mehr Planken, Alter. Ja? Okay. Der funktioniert, wenn der so funktioniert wie ein Schaufelradbagger, aber brauchen wir dann nicht noch einen Ruder? Ich hab keine. Ich habe auch keine Ahnung. Ich hab keine weiteren Teile, also ich hab noch das normale Paddel. Ich befülle den mal schnell. Richtung ändern steht hier. Benutzt den hier mal. Was. Aber ich mach mal die Planke erstmal. Wow. Hat er gerade all meine Planken gefressen? Nee, nicht alle. Ein paar sind noch da. Wow. Ich kann hier Richtung ändern, rechts und links. Und hier steht, ein Rad ist gleich 100. Ah, für 100 am Boden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bodenplatten wir haben. Reicht ein Motor. Motor einschalten. Ich weiß aber nicht, was Richtung ändern bedeutet. Nach vor und zurück. Ich denke, du musst den Motor hätten wir seitlich ans Boot machen müssen. Aber ist egal. Das kriegen wir trotzdem. Wenn der halt so funktioniert, dass diese Paddeldinger ins Wasser gehen, dann könnte das sein, aber. Muss ich den jetzt einschalten? Also soll ich den einschalten? Ja, Moment. Dann fahren wir seitlich, dann muss ich das Ruder hier noch anders hinstellen. Okay. Ja? Oh, wow. Fährt es? Nee, ne? Ich ändere mal die Richtung. Dann fährt er in die andere Richtung. Aber er fährt ja auch nicht vorwärts. Oh, der Anker ist noch da, Alter. Warte, ich lass den mal hoch. Stimmt. So. Okay. Wow. Oh, wow. Das funktioniert gut. Okay. Dann lass ich dich mal machen. Okay, der bewegt sich doch in die... Bewegt er sich in alle Richtungen? Das geht ganz gut. Boah, was der für ein Dreck wirft hier. Wow. Okay. Dann kümmern wir uns. Boah, ich bin so schlecht, wenn das so dreht. Ach Quatsch, nicht immer an das Buch gehen. Warte mal, den Speer, liebe Leute. Den brauchen wir ja erstmal nicht mehr. Deshalb, ich höre schon wieder ein Hai. Sehr schön. Wieder hoch. So, jetzt habe ich aus Versehen eine Planke reingeschossen. Den Speer mache ich mal hier rein, weil wir den ja theoretisch nicht brauchen. Ich mache das mal auch hier rein, weil das auch eine Ausrüstung ist, die wir jetzt nicht brauchen. Dann kümmere ich mich mal um die Bäume. Hole ich gleich mal die Saat. Haben wir über 100 Dinger? Denkst du? Fährt er nicht richtig? Meinst du, ich soll einen zweiten bauen? Irgendwie schafft er es nicht. Ich hab's mal abgeschaltet. Dann baue ich nämlich noch einen und stelle den daneben einfach. Damit die Planken halt nicht verbraucht werden, weil der Planken frisst wie Scheiße. So.
Warte mal. Okay, das Ruder funktioniert trotzdem. Dann lass den Motor mal erstmal aus. Dann versuch ich erstmal. Okay. Moment, halten wir Kurs. Wir müssen dorthin. So. Wir haben keine Saat. Wir müssen also mit den Bäumchen auskommen, die wir aktuell haben. Und ich glaube, wir müssen den Motor doch zuschalten. Geht nicht? Nee. Aber es sind über 100 Dinger, glaube ich. Okay. Zähl mal durch. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 34 sind 68. Wie viel sind es denn breit und hoch? Ich weiß nicht. Okay, dann noch ein Motor. Wieder eine Leiterplatte. Hier sind Leiterplatten. Das war Kupfer- und Glibberzeugs. So, habe ich? Ah, hier ist noch Kupfer. Muss auch mal bald wieder schmelzen, aber ich will das Zeug nie dafür verwenden. So, Seil und Metallbahn. So. Ja. Das war's versehen. Ach, Quatsch. So. So, dann machen wir die Metallbahn wieder hier rein. Seil. Okay. Und komm mal mit, Kollege. Wie viel versammelst du? 1, 2, 3. Hier sind 1, 2, 3 Platz. Hier sind 1, 2, 3, 4 Platz. Ja, jetzt halt, könnte ich es halt mittig machen, aber ja. So, machen wir mal einen zweiten hier hin. So. Müssen wir all unsere Planken hier wahrscheinlich loswerden? Benötigt immer noch Planke? Oh. Ja, aber ich glaube, das sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 119. Da reicht okay. Dann ein Motor nicht aus. Okay. Müssen wir. Haben wir ein bisschen Plankennot? Ja, da kommen sofort noch welche. Ich steuere ja gerade durch so einen Riff. Sag Bescheid, soll ich die Motoren einschalten oder noch nicht? Wie weit sind wir in der Folge von den Minuten her? 18 Minuten. Okay, dann anschalten. In welche Richtung? Links, rechts? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's jetzt beide. Gut. Ey, guck mal, jetzt laufen die auch viel besser. Ja. Schneller. Das ist krass. So. Okay. Boah, jetzt sind wir richtig schnell. Okay, wir sind auf Kurs. Oh, wow. Wenn das so weitergeht, sind wir vielleicht zum Folgenende noch da. Ach, ich hab schon wieder das Ding. Ich kann jetzt richtig geil steuern. Ich kann jetzt hier so richtig, warte, durch die ganzen Planken fahren. Ich kann jetzt richtig. Boah, man kann das jetzt richtig steuern. So richtig wie ein Auto. Weißt du, wer auch richtig geil steuern kann? Wer? Das Finanzamt. No. Okay, das war wieder schlecht. No. Unsere Lehrerin in der Meisterschule war mal Angestellte beim Finanzamt. Mhm. Die hat alles ganz genau genommen. Wie lange hält so ein Motor an? Ich weiß es nicht. Ich musste, glaube ich, 10 Planken oder so reinlegen, wenn nicht sogar mehr, damit der fährt. Deswegen hoffe ich, dass es eine lange Zeit ist. So, dann machen wir hier Wasser.
Oh, da ist er schon leer. So, müssen wir auf unsere Wasserressourcen ein bisschen aufpassen. Gut. Da wir so viele Planken jetzt... Cool, ey, wie cool. Da wir so viele Planken gerade brauchen, würde ich die... Ich sammle gerade so viel, wie es geht, ein. Hm? Mit deinen ganzen Kollektoren. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Wartet mal, Leute, die Hai-Happen-Dinger brauchen wir... Also die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Mango, eine Beere. Ich raste aus, ich habe es jetzt so drin, das Buch mit Tee zu öffnen. Und einen trockenen Hals haben wir auch noch. Da musst du schnell mal was trinken. Habe ich gerade. Okay. Ich habe schon wieder das Buch geöffnet, ich raste aus. So. Vergiss nicht, die Kollektoren ab und zu mal sauber zu machen. Ja. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ist doch eine Ananas, eine Melone, eine Mango und die Frucht. Ananas, Melone, Mango, Frucht. Ach, die Planken fehlen. Hä? Es sind ganz, ganz viele Planken in den Kollektoren. Okay. Wir platzieren das schon mal hier kurz. Ich gehe sofort gucken, ich bin gleich da. Mal fürs nächste Mal. Die noch sammeln. Ach Quatsch, hier ist okay. Gemüse. Ich bin sofort. Was ist eine Tonne dort geradeaus? Ja, die Kollektoren sammeln noch. Da ist noch reichlich Platz gewesen. So. Okay. Dann haben wir auch ein bisschen Gemüse wieder. Das können wir da reinstopfen. Dann lasst uns mal gucken, ob wir wieder Wasser haben. Haben wir. Das ist nämlich auch eine interessante Sache. So. So. Da hinten kommt wieder eine große Insel. Aber das ist nicht da, wo wir hinwollen. Na? Möchtest du vor dieser großen Insel ankern? Sollen wir das Ziel noch nicht erreichen, sondern... Wir sind ja sowieso am Folgenende. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn wir nochmal inseln könnten, gerade wegen Holz und sowas allem. Okay, dann steuere ich die Insel an. Dann gehen wir dort gleich vor Anker. Soll ich, das ist ein Wellengang, alter Schwede. Ja. Soll ich... Wenn wir gleich die Insel erreicht haben, musst du die Motoren abstellen. Ja. Hier kommt jetzt auch kein Hai mehr hinterher, weil wir so schnell sind, kann das sein? Weiß nicht. Spring aber nicht ins Wasser, sonst kommst du auch nicht mehr hinterher. Ja, das stimmt. So. Ein bisschen was haben wir hier drin liegen. So. Dann schrotten wir hier rein und das können wir auch hier rein sammeln. Lass uns vielleicht auch mal wieder ein bisschen hier rein buttern. Gut. Okay, wir sind jetzt jeden Augenblick. Ich versuche noch eben die Dinge einzusammeln. Dort. Mhm. Okay, dann mach die Motoren mal aus. Mhm. Und dann ankern wir hier.
So, schmeiß schnell den Anker. Oder ich schmeiß den Anker. Wow. So. Okay, super. Gut, dann haben wir erstmal eine neue Insel erreicht und dann schauen wir. Eine schöne noch große. Mal. Ja. Mhm, eine ganz große. Dann schauen wir zum Folgenende nochmal. Ganz kurz. Wir sind sogar unserem Ziel noch näher gekommen. 800 Meter. Kann man alle drei Ziele nochmal nachschauen. Das ist cool. Die Batterie hält voll lange. Okay. Ich habe einen Vogel gehört. Oh, ist hier, glaube ich, nur ein Löwen. Gut, dann machen wir hier mal eine Aufnahmepause. Und eine große Aufnahmepause, würde ich sagen. Okay. Okay. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal diese Insel an. Bevor wir dann unsere Reise fortsetzen. Also wir müssen Vorräte aufstocken, Floß bauen, uns auf Kämpfe vorbereiten. Keine Ahnung, was uns alles erwartet. Ja, auf jeden Fall ist so richtig was passiert in den letzten Folgen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, weil wir das halt alles jetzt so relativ am Stück aufgenommen haben, in 2 Tagen oder so. Ja, das war schon krass. Also alle Folgen, die ihr nach der Abstimmung gesehen habt und die, wo ich noch nicht dabei bin, die haben wir, glaube ich, gestern gemacht, bis auf eine. Und die restlichen Folgen mit Campus zu dieser jetzt haben wir am nächsten Tag aufgenommen, obwohl wir eigentlich gar nicht aufnehmen wollten. Aber das macht einfach zu viel Spaß. Ja, das stimmt. Echt cool. Und ich finde, wir haben echt viel gerissen in der Zeit jetzt. Also. Ja, du hast ein richtig krasses Floß gebaut. Ist ja noch lange nicht fertig. Also dort oben die Etage, ich habe mich ja nur nicht getraut, weiterzubauen, weil wir die Planken brauchen. Ja. Ja, einfach irre. Okay. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.